Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge One-on-One, wo sich natürlich alles um die Xbox One dreht. Heute mit einem Thema, das quasi eine App ist. Es gibt eine neue App namens True Achievements. Und ihr habt es wahrscheinlich schon das Wort gehört, Achievements. Bei einigen von euch sind da die Augen wahrscheinlich gerade so richtig schön aufgeblinkt. Denn Achievements sind für viele eine Motivation oder Ansporn, ein Spiel zu spielen. Und wenn ihr eine dieser Personen seid, die es einfach liebt, hier Achievements einzusammeln in Spielen, dann gibt euch diese neue App namens True Achievements eben die Möglichkeit, euren Gamerscore nochmal etwas genauer zu eruieren bzw. zu beleuchten. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das geht. Wir gehen zuallererst mal in den Store-Bereich und gehen dann eben hier auf Apps, denn das ist eine App, die wir laden müssen. Bei neuen Veröffentlichungen finden wir sie gleich. Hier True Achievements ist komplett kostenlos, kostet euch kein Ding, könnt ihr euch dann runterladen. Wichtig ist allerdings aber noch, dass ihr auf die Website trueachievements.com geht. Denn ihr müsst euch mit quasi eurem Gamertag mit dieser Website verbinden, damit die eure Achievement-Daten und euren Achievement-Score sozusagen auch, dass sie darauf zugreifen können, damit sie dann in dieser App auf diese Daten zugreifen können. Und dann starte ich jetzt einfach mal diese App. Ich habe sie schon bei mir installiert. Da gibt es dann zum Beispiel einfach einen kleinen Overview. Ich war ja gerade in verschiedenen Sachen drin. Das ist jetzt sozusagen hier die Startseite, wo alles losgeht. Da sieht man dann zum Beispiel My Games and Apps, Upcoming Gaming Sessions. Also man kann auch so Zock-Sessions vorausplanen. Meine Milestones, da könnt ihr sehen, wie sozusagen eure Karriere verlaufen ist auf der Konsole oder insgesamt im Xbox-Universum. Hier seht ihr zum Beispiel True Achievement Score. Also der Score, der bei True Achievements errechnet wird, ist ein bisschen anders, ne? Hier kann man sehen, hier Spiele, die ich gespielt habe, dann seht ihr so einen Balken, ne, von welchem Jahr an, wie viele das sind ungefähr. Das ist ganz gut gemacht, aber nochmal, um auf den Score einzugehen, den seht ihr hier oben bei meinem Nick Telerik. Da seht ihr in Klammern 8660. Das ist quasi der offizielle Gamerscore, den ich erreicht habe über meine Achievements. Über True Achievements habe ich aber einen Gamerscore von 10.365. Warum weicht der Score hier ab und ist höher als jetzt zum Beispiel mein offizieller Gamerscore? Das liegt einfach daran, dass es hier eine unterschiedliche Berechnung gibt. Und ich zeige euch das mal anhand von Forza Horizon 2. Da sieht man nämlich die Achievements, die ich schon habe. Die werden hier in grün angezeigt, wie zum Beispiel Stadium Star oder Survive the Gauntlet. Und dann wird der True Achievement Score nämlich ein bisschen anders berechnet. Die Punkte setzen sich daraus zusammen, ob man dieses Achievement erreicht hat und wie viele Leute dieses Achievement schon erreicht haben. Also wenn ihr jetzt ein Achievement holt, das schon irgendwie sau viele Leute geholt haben, oder sagen wir mal 50% der Leute, die dieses Spiel gespielt haben, haben dieses Achievement geholt, dann ist das nicht so viel wert wie ein Achievement, das zum Beispiel nur 10% der Leute geholt haben. Und dementsprechend fällt der Gamerscore auf dieses Achievement, das weniger Leute haben, dann höher aus. Das sieht man hier sehr, sehr schön bei Stadium Star zum Beispiel. Unlocked by 13% of Gamers, True Achievement Ratio 1,86. Umso höher diese 1,Zahl ist, ne, umso mehr Punkte kriegt ihr hier dafür. Hier haben es zum Beispiel nur 11% geholt. Deswegen gab es dann 2,02, das True Achievement Ratio, und gab dementsprechend mehr Punkte. Dann kann man das auch noch mal ein bisschen genauer anschauen. Und es gibt dann teilweise eben auch noch Lösungen, wie man an ein Achievement kommen kann. Wird einem eben auch angezeigt, wunderbar. Kann ich mir hier genau anschauen, ne? Hier zum Beispiel, this one is pretty easy. The way I got this, I was using the Mitsubishi Galant VR4 with a Storm Island Suspension. Also ihr kriegt dann so eine kleine Info, wie man an dieses Achievement kommen kann. Das kann ganz unterschiedlich sein. Ihr könnt das dann auch bewerten, wenn ihr wollt. Ich gebe dem Jungen jetzt mal einen Daumen nach oben. Ne? Da hat sich jemand die Mühe gemacht. Habe jetzt dann auch gleich nochmal ein Achievement dafür bekommen. Ne? Und es gibt auch ganz unterschiedliche Sachen, die euch gezeigt werden. Teilweise gibt es auch Filmchen, die euch dann gezeigt werden, wie das Ganze funktioniert. Hier zum Beispiel sieht man dann an dem Symbol, dass man dann eben auch nochmal so einen kleinen Hinweis einfach hat. Und dann sieht man auch das Lock-Unlock-Percentage, also ist alles nochmal schön aufgedröselt. Könnt ihr mal in so ein Filmchen reinschauen hier.
bin gespannt, was mich hier erwartet. Der 150 Reward Boards, also das sind jetzt hier diese ganzen Reward Boards, die man finden muss. Wir schauen einfach mal dieses Filmchen an. Und dann seht ihr hier eben auf diesem Video jetzt, wo diese ganzen Boards sind. Das wird euch angezeigt und die müsst ihr halt dann einfach umfahren, um dann dieses Achievement zu kriegen. Also ne, so ein kleiner Überblick darüber, wo auf der Karte die sich befinden. Und das ist quasi Hilfe von Usern für euch in dem Spiel, um einfach ein bisschen weiterzuhelfen. Und das ist auf jeden Fall schön gemacht. Es gibt dann auch sowas wie das Friend Leaderboard und Spiele aus der Serie. Also es gibt so richtig, richtig viele Sachen, die ihr hier nochmal, wo ihr tiefer einsteigen könnt, einfach nochmal Zusatzinformationen kriegt oder Latest News for this game. Ne? Alles Mögliche ist da mit dabei. Es gibt auch ein Friend Feed, da man sehen kann. Da kann man dann auch sehen, was hier gerade los ist und die neuesten Nachrichten. Also ihr seht, ihr könnt hier einfach nochmal so ein bisschen genauer eruiert sehen, wie sich euer Gamerscore zusammensetzt. Und ob er vielleicht nicht doch ein bisschen mehr wert ist, weil manche Achievements eben schwieriger zu kriegen sind. Also für die Leute, denen das wichtig ist, ist auf jeden Fall eine schöne Sache hier. Ne? Können wir mal schauen, was bei Grand Theft Auto 5, dass ich damals auf der 360 sehr viel gespielt habe. Ne? Was ich da schon alles eingeheimst habe. Da, das habe ich zum Beispiel noch nicht hier. Explore all of Los Santos and Blaine County. Was? Ich habe aber eigentlich alles schon gesehen, ne? Career Criminal, ja, sehe ich schon, ich habe noch einiges zu tun. Man kann dann auch hier das Spiel bewerten, man kann die Achievements auch filtern, wenn man will, ne, nach den Sachen, die man noch nicht hat oder die man schon erreicht hat sozusagen. Ne. Jetzt sehe ich natürlich nur alle roten und so weiter und so fort. Und das Coole ist auch bei der Sache, dass man auch diese App andocken kann. Auch das ist überhaupt kein Problem. Wir sind jetzt hier zum Beispiel drin bei Call of Duty und dann kann ich ganz einfach auch alles andocken. Xbox andocken. Und kann dann hier meine App aussuchen, nehme dann True Achievements und kann dann eben hier auch noch auf das alles zugreifen und zum Beispiel hier sehen, was gerade vor sich geht. Xbox abdocken. Ne? Auch das ist möglich ohne Probleme. Ja, True Achievements, wirklich was Feines für, wie man gerne mal im Gaming-Bereich sagt, ohne werten zu sein, Achievement-Huren. Ne? Das nehme ich mir jetzt mal aus, das so sagen zu dürfen. Und da könnt ihr einfach noch ein bisschen mehr in die Materie einsteigen und vielleicht auch vor euren Freunden so ein bisschen angeben. Ja, du hast zwar ne, vielleicht ein bisschen höheren normalen Gamerscore als ich, aber mein True Achievement Gamerscore, der ist eigentlich noch ein bisschen höher, weil ich die cooleren Achievements gefunden habe. Ne? Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen, diese Folge One-on-One. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.